Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Nachdem ich euch im letzten Video gezeigt habe, wie man Makotis Petola, also diese Juwelorchidee, richtig pflegt, möchte ich euch heute zeigen, wie man die Pflanze teilen kann. Somit kann man sie auch vermehren, denn meistens sind, wie in diesem Fall hier, mehrere Pflanzen in einem Topf, die man dann voneinander separieren kann. Und somit erhält man dann mehrere Pflanzen, die man in separaten Töpfen halten kann. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Hier seht ihr jetzt nochmal Makotis Petola in ihrer ganzen Schönheit, also meine Blattschmuck-Orchidee, die ich teilen möchte. Denn hier sind ganz offensichtlich zwei Pflanzen in einem Topf und ich denke, es wird ganz gut sein, denen ein bisschen mehr Platz zu geben, da die sich hier gegenseitig schon abdecken und ich die Pflanze einfach gerne teilen möchte. Wie im letzten Video erwähnt, ist Makotis Petola eine terrestrisch wachsende Orchidee. Das bedeutet, sie wächst nicht wie viele andere Orchideen auf Bäumen. Daher bildet sie auch keine Luftwurzeln und kann ruhig in schwarze Töpfe gestellt werden. Bei vielen anderen Orchideen ist das ja nicht so optimal, da die Luftwurzeln auch Licht brauchen. Als unterste Schicht für die Blumentöpfe, in die ich die Juwel-Orchidee nachher umpflanzen möchte, nehme ich eine Drainageschicht aus Lavagestein. Die Drainageschicht hat den Zweck, dass wenn mal zu viel gegossen wird, das Wasser nach unten hin abfließen kann und sich nicht im Topf staut, da das zu Wurzelfäule führen kann und das vertragen die Orchideen überhaupt nicht. Als eigentliches Pflanzsubstrat benutze ich dann dieses Gemisch aus Sphagnum und Perlite. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Sphagnum und Perlite haben den Vorteil, dass sie sehr luftig sind, das Substrat also immer gut durchlüftet ist, was für die Orchideen sehr wichtig ist. Als nächstes geht es nun ans Teilen der Orchideen. Damit die Orchideen nicht kaputt gehen, werde ich den Topf hier erstmal aufschneiden und den Wurzelballen entnehmen. Jetzt muss ich die Wurzeln freilegen, damit ich sehe, wie genau die beiden Pflanzen in diesem Topf drin stehen und wie ich sie teilen kann. Hier könnt ihr jetzt die Wurzeln der Orchidee sehen. Man sieht, die sind nicht sonderlich stark ausgeprägt. Ich vermute, dass diese beiden Pflanzen auch nur Stecklinge sind, die vor einiger Zeit umgetopft wurden. Jetzt geht es daran, den Punkt zu finden, an dem ich die Pflanzen teilen kann. Im Moment sind sie noch ziemlich fest zusammen, aber ich hoffe, dass wenn ich hier die Wurzeln freilege, ich sehen kann, wo ich die Pflanze teilen kann. Ich habe die Pflanzen jetzt weit genug freigelegt, als dass ich sehen kann, wo sie verbunden sind. An dieser Stelle hier sind die Wurzeln miteinander verwachsen. Das liegt daran, dass die Orchideen oft solche kleinen Haare an den Wurzeln bilden, mit denen sie sich an dem Substrat festhalten. Hier muss ich die Pflanzen jetzt vorsichtig auseinanderziehen. Und siehe da, wir haben zwei differenzierte Pflanzen. Nach einem letzten Blick auf die Wurzeln kann ich die Pflanzen jetzt wieder eintopfen. Dazu drücke ich die Pflanze vorsichtig wieder in das vorbereitete Loch rein und bedecke das Ganze dann noch hier mit Sphagnummoos. Ich gucke zudem, dass die Pflanze in der Mitte steht, damit das Ganze auch optisch schön aussieht. Und dann ist die Pflanze auch schon umgetopft. Diesen Vorgang wiederhole ich jetzt noch einmal. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Die beiden Pflanzen tauche ich jetzt jeweils einmal noch ins Wasser für ungefähr eine Minute. Dadurch kann sich das Substrat nochmal vollsaugen. Und es entsteht Wurzelschluss, also die Hohlräume zwischen Wurzeln und Substrat werden nochmal besser geschlossen.
So haben wir also aus einem Topf mit zwei Pflanzen zwei Töpfe mit jeweils einer Pflanze gemacht. Die Pflanzen haben mehr Platz für sich und können sich besser entfalten. Und wir können die eine Pflanze woanders hinstellen als die andere. Ich werde zum Beispiel eine Pflanze im Sommer mit in mein Gewächshaus nehmen und schauen, wie sie sich da entwickelt, damit ich das Ganze ein bisschen vergleichen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video, falls ihr noch Fragen habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.